Hallo liebe Leute und willkommen zu Oxygen Not Included, dem Ranching Upgrade Mark II. Und ja, hey, ein neues Spiel. Gar nicht so neu für mich, ich habe das Spiel schon ein bisschen gespielt, um euch mal einen Ausblick zu geben für diejenigen, die das schon kennen. Ich habe es zum Beispiel schon vor ein paar Monaten geschafft, irgendwie mal Plastik zu produzieren und so. Also, ich habe es schon irgendwie ins Late Game geschafft, aber dann ging es irgendwie nicht mehr weiter. Und deswegen gucken wir jetzt mal, wie weit wir hier kommen können, gemeinsam. Oxygen Not Included, für diejenigen, die es nicht kennen, ist noch ein Early Access Game. Hier kann man schon sehen. Ja, wir kriegen noch neue Patches und Updates. Noch in der Beta. Beta? Eigentlich Alpha, weil es noch nicht Feature Complete ist. Aber gut. Haarspray 3, also ist noch Early Access, aber ist schon sehr vollständig und sehr gut spielbar. Wirklich hoher Qualitätsanspruch und das kriegen sie auch hin. Es ist eine Science-Fiction, ja, auf jeden Fall, Base-Building-Simulation mit einigen sehr, sehr interessanten Aspekten, die ich so noch nicht gesehen habe. Und es hat mich sehr, sehr schnell gefangen genommen. Also es war... Als ich zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich fast sofort verliebt. Es ist sehr positiv, macht sehr viel Spaß, macht mich glücklich. Aber es stellt einen auch vor schöne Rätsel und Herausforderungen. Es ist definitiv kein unglaublich einfaches Spiel. Man kann schnell verkacken. Aber dafür, wenn man dann wirklich komplexe Sachen hinkriegt, dann ist es das, glaube ich, wert. Dann fühlt man sich gut. Ja, und ich denke mal, dann starten wir schon mal rein. Ich werde nur ein bisschen was erklären. Im Prinzip die Grundstory in dem Spiel ist, wir werden gleich einen zufälligen Asteroiden erzeugen. Semi-zufällig. Ich glaube, er ist trotzdem zufällig, obwohl wir hier das Standard-Game nehmen. Wir können es auch customisieren, aber ich glaube, es ist... Standard-Game ist schon okay. Im Prinzip die Story von dem Game ist, Achtung, super komplex. Zack, boom. Deine Leute wachen plötzlich in einem Asteroiden auf. Fertig. Es gibt noch kein wirkliches Spielziel, außer Überleben. Das Überleben ist tatsächlich nicht trivial. Dafür werden wir wahrscheinlich die ersten paar Folgen brauchen, einfach nur um am Leben zu bleiben für die nächsten paar Tage. Und ihr seht sie hier schon rumrennen. Das hier sind die Duplicants. Sind im Prinzip Menschen, nur dass Duplicants aus einem Drucker kommen. Also sie werden gedruckt. Das Spiel ist an manchen Stellen ein bisschen schräg. Man gewöhnt sich aber relativ schnell dran, finde ich. Und wir werden alles in 2D sehen, hier ist noch relativ 3D, ne? Aber das ganze Spiel ist in 2D, wir werden im Prinzip wie auf eine Ameisenfarm von der Seite auf den Asteroiden drauf gucken, wir gleich sehen, relativ easy zu erfassen, was dann wo ist, ist jetzt nicht so schlimm wie Dwarf Fortress in Curses, nein, es ist wirklich relativ anschaulich alles. Was ich übrigens sehr gutes Spieldesign finde, ist wirklich alles meistens mit einem Blick zu erfassen, was los ist. Na gut, dann starten wir mal. Generating World, die wird jetzt einfach prozedural erzeugt. Prozedurale Erzeugung, das Schlagwort der letzten 20 Jahre, ne? 10 Jahre, vielleicht eher. Das dauert aber lange. Genau, wie der Titel es auch schon ein bisschen verrät, Sauerstoff wird wirklich eine unserer Hauptsorgen sein in diesem Spiel. Auch eine unserer ersten Sorgen. Denn... Unsere Duplicants, hier können wir sie sehen, das ist jetzt ähnlich wie wirklich wie bei RimWorld zum Beispiel, wo wir jetzt auswählen können, welche Duplicants haben wir am Anfang. Wir haben Stinky, Frankie und Ren zur Auswahl, wir können sie auch shuffeln, können wir sie bearbeiten? Ne, wir können nur den Namen verändern, wir können nicht die Attribute selber verändern, wir können sie nur durchshuffeln. Es gibt übrigens auch eine deutsche Übersetzung, die auch relativ gut ist, glaube ich, aber ich spiele einfach lieber auf Englisch, genau, es gefällt mir besser, ist näher dran und ich glaube... wenn dann ein neuer Patch ist, dann muss ich auch nicht warten, bis das Update, also bis die Übersetzung hoch für den neuen Patch da ist, insoweit ist es. Ich habe es mir jetzt angewöhnt, ist voll okay. Wir sehen hier auch schon einige Übersichten, das ist halt typisch wie in solchen Base-Building-Spielen inzwischen, ne? Attribute und noch ein paar Traits und Interessen und dann noch ein paar zusätzliche Informationen und kleine Beschreibung. Zum Beispiel, there's nothing Frank is more proud of than their dignified eyebrows. Oh yeah. Die sind schon ziemlich gut. Genau, im Prinzip sollen wir nur gucken, dass wir...
alles abdecken können, ja, dass wir nicht irgendeine Sache haben, die keiner unserer Duplikants kann. Also zum Beispiel dieser Stinky ist ziemlich schlecht im Lernen, also zum Beispiel im Forschen. Das ist nicht so schlimm, weil ja, Ren ist zum Beispiel relativ gut in Learning. Ren ist ziemlich gut in vielen Dingen. Er hat nur Gastrophobia, das heißt, er kann nicht kochen. Nicht so schlimm. Kann jemand gut kochen? Nicht wirklich. Ja, okay, dann müssen wir uns später halt noch vielleicht ein Duplikant holen. Oder andererseits, jemand trainiert, jemand übt. Weil die Duplikants können auch Sachen lernen, einfach indem sie das tun. Ganz typisch, ja, Erfahrungspunkte in irgendwelchen Attributen sammeln und dann geht es halt hoch mit den Werten. Alles kein Ding. Für den Anfang ist Kochen auch nicht so mega wichtig. Es würde nur halt bestimmen, wie viel Zeit wir verbrauchen fürs Kochen. Aber erstmal ist es okay. Twinkle Toes, mehr Athletik bedeutet schnelle, hohe Laufgeschwindigkeit zum Beispiel. Early Bird, Morning, plus 2 Bonus zu allen Skills. Das ist ziemlich cool und im Abend sind die Bonusse weg. Aber, naja, plus 2 auf alle Skills am Anfang ist ziemlich gut. Slow Learner, ja. Das heißt auch, dass er langsamer neue Skills dazu bekommt. Aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. 5 Tinkering brauchen wir am Anfang nicht so sehr, aber naja. Ich glaube, an sich ist es relativ gut. Die Stress Responses sind relativ wichtig. Im Prinzip ähnlich wie auch bei RimWorld zum Beispiel. Wenn ein Duplikant zu viel Stress aufbaut, also zu lange, wenn ihr zu lange irgendwelche Sachen stören, dann bricht er in einer Stress Response aus. Ja? Bei Dwarf Fortress wären das die Tantrums. Ja? Tantrum Spiral. Übrigens, wenn ihr nicht wisst, was Dwarf Fortress ist, guckt sofort nach. Weil, meine Fresse, was macht ihr mit eurem Leben? Im Prinzip hat jeder Duplikant halt so eine spezifische Antwort auf Stress. Vomiter heißt halt einfach, dass sie sich irgendwo hinstehen und kotzen. Für 1-2 Stunden. Und dann geht's ihnen besser. Aber sie haben auch wieder Hunger. Aber es geht ihnen besser. Destructive ist halt, sie machen Dinge kaputt. Das ist ehrlich gesagt nicht so schlimm, finde ich. Vomiter und Destructive sind nicht so schlimm, wie sie vielleicht klingen. Am schlimmsten finde ich, glaube ich, Binge Eater. Was heißt, dass wenn sie zu viel Stress haben, dass sie sich dann den Bauch vollschlagen mit so viel Essen, wie sie finden können. Was besonders am Anfang des Spiels richtig katastrophal ist, weil deine Essensvorräte sowieso schon so knapp sind. Essen wird ein richtig großes Problem. Name Your Colony Crash Pad finde ich schon verdammt gut. Contagious Check. Finde ich auch gut. Finde ich gut. Für Contagious Check. Entschuldigt den kurzen Cut, aber passt ja eigentlich ganz gut, dass ich hier cutten musste. So, zurück. Genau, die mega komplexe Story wird nochmal erklärt. Your crew has awoken stranded inside a giant asteroid. Only they can't recall how they got here. They need to survive to find answers. Ich schätze mal, dass im Laufe, wenn sich die Hauptstory dann entwickelt und langsam durch Patches dazukommt, dass sie genau halt diese Answers, diese Antworten auf das, warum man hier gestrandet ist, dass das dann auch langsam offenbart wird. Und ich bin gespannt, wirklich, ich bin wirklich gespannt, was die Leute sich da ausgedacht haben, weil das Spiel an sich ist schon interessant. Beginn! Ich mach gleich mal Pause mit Leertaste. Genau, das ist die Karte, der Asteroid von innen. Man kann schon viel, viel Zeug sehen, man kann dann rauszoomen, man kann die einzelnen Duplikants sich angucken. Das sind die wir ausgewählt haben. Das ist übrigens der Drucker. Da können wir im Prinzip alle 2,5 Tage einen neuen Duplikant erzeugen. Ja, sie werden nicht geboren, sie werden gedruckt. Und hier ist unsere Ration Box. Das ist einfach eine Kiste, wo wir unsere ganzen Essenssachen reinschmeißen. Wir haben gerade 20 Kilo Nutrient Bars. Und das können wir auch hier rechts nochmal sehen, was wir an Rohstoffen und anderen Sachen haben. Zum Beispiel haben wir jetzt 16.000 Kilokalorien in Nutrient Bars. Das reicht tatsächlich nicht extrem lange. Ich vergesse immer, wie viel Kilokalorien ein Duplikant pro Tag verbraucht. 1000. Ah, da steht's ja. Okay, genau. Das ist das Schöne an dem Spiel. Man kann häufig halt auf alles Mögliche klicken und einfach nochmal rüber gucken mit der Maus über irgendwelche Statistiken halten und dann lernt man auch, das und das funktioniert so. Super cool. Sie haben jetzt auch eine schöne. Okay, für Duplikants nicht. Aber zum Beispiel für diesen Scheinbug kann ich auch hier auf die Datenbank zugreifen und gucken. Es gibt also auch noch Sunny-Scheinbugs und so. Dann werden wir uns später auseinandersetzen. Aber es gibt tatsächlich auch fremde Lebewesen. Fremde, ungewöhnliche Lebewesen, zum Beispiel die Scheinbugs. Die sind im Prinzip nur hübsch. Das ist der einzige Grund, dass es Scheinbugs gibt. An sich sind sie nur
wilde Glühwürmchen. Die sind hübsch. Und das war's. Wie ich es erstmal sehen kann. Ich schätze mal, dass man sie später auch wegen ihrer Eier oder, weil das ist jetzt ganz neu, dass Tiere Eier legen, wegen ihrer Eier oder wegen Fleisch glaube ich nicht, weil Scheinbugs geben glaube ich kein Fleisch, wenn man sie tötet. Aber man könnte sie vielleicht womöglich wegen ihrer Eier züchten. Habe ich noch nicht ausprobiert. Soweit bin ich tatsächlich in diesem Patch noch nicht gekommen. Wir sehen auch schon ein paar andere Sachen, zum Beispiel hier Wasser. Sehr, 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 sehr wichtig. Brauchen wir für viele, viele Dinge, unter anderem für die Nahrungsmittelproduktion. Wir sehen aber auch zum Beispiel, dass hier Sauerstoff in diesem Raum ist. Ja, das hier ist ein abgekapselter Raum und da ist Sauerstoff drin. Das ist ja gut. Dann stecken unsere Duplicants nicht. Die Duplicants brauchen nämlich Sauerstoff die ganze Zeit. Sie brauchen 72,2 Gramm Sauerstoff pro Sekunde. Und sie atmen 1711 Milligramm CO2 pro Sekunde aus. Wie halt im Prinzip Menschen. Ne? Sie müssen atmen. Die meisten Tiere atmen, so wie ich das verstanden habe, nicht wirklich. Was ganz gut ist, weil das bedeutet, dass wir weniger Sauerstoff verbrauchen. Zu Beginn können wir noch nicht wirklich Sauerstoff selber produzieren, aber es gibt dieses Oxalite. Das ist im Prinzip, was ist das? IR3O2. Iridium? Keine Ahnung. Also es ist im Prinzip ein Erz, aus dem, das sich ganz langsam auflöst. Einfach nur so, weil es da ist und dabei Sauerstoff abgibt. Das ist ziemlich gut, denn dann bekommen wir langsam ein bisschen mehr Sauerstoff. Ihr seht aber auch, dass sich hier unten zum Beispiel CO2 sammelt. Und das ist physikalisch korrekt. CO2 sinkt nach unten, weil es dichter ist als Sauerstoff. Das ist tatsächlich in Oxygen Not Included simuliert, dass schwere Gase nach unten sinken und leichte Gase nach oben steigen. Das gleiche gilt, glaube ich, für Flüssigkeiten. Bei Flüssigkeiten habe ich es... Doch, bei Öl und Wasser habe ich es schon gesehen, dass Öl dann oben schwimmt und Wasser unten ist. Ja. Ja, ansonsten sieht man das bei Flüssigkeiten eher weniger. Wir haben auch viele, viele coole Mineralien und so Zeug in der Wand. Und vieles davon werden wir auch benutzen müssen, um unsere Basis zu bauen. Aktuell können wir noch nichts bauen, weil wir keine Baustoffe haben. Wir müssen erstmal anfangen, irgendwie ein paar Rohstoffe zu beschaffen, damit wir überhaupt anfangen können zu bauen. Und dazu ist erstmal ganz wichtig zu wissen, was brauchen wir als erstes. Ich hoffe mal, die Musik ist nicht zu leise, weil... Ich glaube, die Musik gibt es auch noch nicht so lange. Oder ich habe sie immer ausgemacht, weil ich irgendwas anderes nebenbei gehört habe. Aber ich finde sie eigentlich ganz passend. Dafür ist erstmal ganz wichtig zu wissen, was brauchen wir als erstes. Als erstes brauchen wir Nahrung, sehr, sehr wichtig. Um weitere Nahrungsmittel selber zu produzieren, werden wir relativ viel Wasser brauchen. Nahrungsproduktion ist ziemlich wasserintensiv. Wir werden auch einiges an Baustoffen brauchen, dafür werden wir den Sandstein benutzen. Wir werden ein bisschen Metall brauchen. Kohle brauchen wir noch nicht sofort, aber es kann von Vorteil sein, wenn wir schon mal irgendwie einen Vorrat aufbauen. Ja, also ich würde sagen, wir graben uns erstmal zu ein paar Pflanzen, um sie halt sofort zu ernten. Also zum Beispiel diese Mugroots. Das sind wirklich einfach nur vergrabene Wurzeln, die wir ausgraben können und dann können die Duplicants sie sofort essen. Das können wir auf jeden Fall machen und wir können zumindest uns zu dem Mealwood durchgraben. Mealwood ist eine andere Pflanze und das Schöne ist mit Mealwood, die können wir später domestizieren. Die können wir dann tatsächlich anbauen und halt richtig in der Agrarwirtschaft regelmäßig ernten. Kostet nur Zeit und Wasser. Sehr viel Wasser. Mealwood ist ziemlich wasserhungrig in der Produktion. Wie ich herausgefunden habe. Ja, und ich glaube, dann starten wir am besten gleich mal los. Ich gebe erstmal einen Grabebefehl. Ich werde nicht alles mit der Maus machen. Zum Beispiel Graben ist auf dem Shortcut G gelegt. Habe ich mir ziemlich schnell angewöhnt, einfach den Shortcut zu benutzen. Wir können uns jetzt also erstmal hier durchgraben. Fangen erstmal an, in die Richtung hauptsächlich zu bauen. Hier drüben ist schon härteres Gestein, da kommen wir noch nicht durch. Obsidian und Granit sind ein bisschen schwerer zu durchgraben, da kommen wir noch nicht durch. Deswegen graben wir uns erstmal in die Richtung und irgendwann fangen wir dann auch an, vertikal zu bauen. Hier oben ist nämlich auch schon wieder Granit. Im Prinzip sind wir in einer so einer Blase gefangen, die ein Biom abgrenzt. Und wir sind halt in so einem normalen Biom und hinter diesen Wänden aus Granit und Obsidian und anderem Zeug finden sich dann andere Biome. Hier oben können wir zum Beispiel schon ein toxisches Biom, ist es, glaube ich, sehen. Da ist dann viel dreckiges Wasser und Schleim und Krankheitserreger und so ein Kram. Aber auch andere wichtige Sachen, die wir später brauchen können. Und dann mache ich mal weiter. Und die Duplicants fangen jetzt sofort an mit Graben. Graben, 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 Graben. Stinky hat nichts zu tun. Können dann nur zwei Leute parallel arbeiten. Aber sie teilen sich die Arbeit halt schon mal auf. Das ist schon mal ziemlich gut.
Und jetzt sind auch hier gleich Sachen aufgeploppt, weil wir anfangen können, Sachen zu bauen. Wir können zum Beispiel anfangen, ein paar Betten zu bauen. Relativ wichtig. Einfach nur, weil die Duplikants halt deutlich lieber irgendwo drauf schlafen. Die Cots, diese kleinen, ja, wie soll ich es nennen? Diese Kojen sind nicht unsagbar bequem, aber es ist besser, auf dem Boden zu schlafen. Wir können Oxygen Not Included verwendet im Prinzip Minecraft-Physik. Also Sand fällt zum Beispiel nach unten, aber wenn ich jetzt hier einen Block Sandstein einfach nur in der Luft schweben habe, dann bleibt der in der Luft schweben. Ist okay. Genauso gut können wir halt den unbearbeiteten Sandstein einfach als Boden benutzen. Ja, wir müssen nicht alles mit eigenen Wänden ausbauen. Ich werde es wahrscheinlich viel machen, weil diese Tiles relativ hübsch sind. Und ich glaube auch die Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen. Ja, increases duplicate run speed. Um 25%. Das ist eine ganze Menge. Aber sie kosten halt relativ viel Sandstein zu bauen. Und das ist recht zeitaufwendig. Hier befindet sich noch ein Biom. Meine Güte. Das Stadtbiom ist relativ klein, kann das sein? Huh. Gut. Jetzt können wir tatsächlich auch andere Sachen planen. Wir können zum Beispiel Leitern bauen. Leitern sind einfach unser Weg, um von oben nach unten zu kommen und so weiter. Ne? Es ist vertikale Bewegung. Machen wir mit Leitern. Ich plane die erste Leiter mal so. Ich kann die auch direkt schon durch bereits existierende Blöcke bauen, genauso wie die Cords hier. Kann ich auch schon planen. Das, was die Duplikants da machen, ist halt den Block erstmal abbauen und wir bekommen dann auch den Rohstoff, der an dem Block war. Das heißt, wir werden bald ein bisschen Kupfer und Kohle bekommen und sie werden halt anfangen, diese Leiter zu bauen. Leiter bauen sie einfach aus Sandstein. Holz brauchen wir dafür nicht. Darauf erstmal einen Schluck Tee. Ich empfehle wirklich sehr stark, bereits am ersten Tag die Cots zusammenzubauen und sie einfach nur irgendwo hinzuschmeißen. Es ist besser, sie zu haben, als nicht, weil die Duplikants auch, glaube ich, länger schlafen, wenn sie kein Bett haben. So, wir haben jetzt auch ich habe gleich hier ein bisschen weiter die Leiter gebaut, damit wir auch Zugang zu diesem Raum haben. Das Mealwood können wir gleich auf Auto-Harvest stellen. Das heißt, dass wenn das Mealwood ausgewachsen ist, dauert noch einen halben Tag, also ein Zyklus ist ein Tag im Prinzip, dann werden die Duplikants automatisch dahin rennen und das abernten. Und das ist ziemlich gut, weil wir werden Mealwood für Essen brauchen. Genau, so das hier. Bristle Blossoms können wir auch auf Auto-Harvest stellen. Die sind tatsächlich ziemlich gut. Das Dumme ist nur, sie brauchen Licht, um zu wachsen, genau. Das ist eine kleine Herausforderung. Deswegen werden wir sie auch nicht sofort domestizieren und anbauen. Aber sehr bald wollen wir das machen, weil ich mir inzwischen relativ sicher bin, rein rechnerisch, dass Bristle Blossoms wahrscheinlich weniger Wasser verbrauchen als Mealwood. Hundertprozentig sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube schon. Und Wasser sparen ist einfach eine ziemlich wichtige Sache in dem Spiel, besonders zu Anfang. Später ist es nicht mehr ganz so wichtig, aber am Anfang ist es definitiv sehr, sehr wichtig. Was wir auch noch ziemlich schnell bauen sollten, ist ein Outhouse, also eine Latrine im Prinzip, die wir einfach irgendwo hinkloppen. Ich baue meistens im Prinzip Räume oder Stockwerke, die 4 Blöcke hoch sind. Das heißt, ja, man kann es hier schon sehen, 1, 2, 3, 4 und dann wäre hier unten wieder ein Boden. Den Boden baue ich jetzt noch nicht, aber ich baue die beiden Latrinen einmal hin. Einfach nur, damit die Duplikants nicht auf den Boden machen müssen. Weil den Dreck vom Boden aufzuwischen dauert halt länger, als ein Klo sauber zu machen im Prinzip. Und es ist auch für die Duplikants nicht so schön, halt die ganze Zeit irgendwelchen Dreck wegmachen zu müssen. Auf die Latrinen können sie raufgehen und dann haben wir das Problem erstmal aus der Welt geschafft. Die müssen aber gelegentlich gesäubert werden, und zwar von Hand. Und dann enden wir halt mit dreckigem Dreck. Also Polluted Dirt heißt es im Original. Keine schöne Übersetzung für Dreck, ne? Dreckige Erde. So, halt eine Latrine, ne? Irgendwann musst du mal den Dreck wegschaffen. Das können wir tatsächlich noch nicht, denn wir müssen viel erforschen. Wir können noch nicht mal den Research Screen aufmachen. Oh je. Na gut, dann plane ich erstmal, was jetzt nächstes dran ist. Das muss auf jeden Fall gebaut werden, ja.
Wir werden auch ziemlich bald ein Wasserreservoir richtig als Wasserreservoir benutzen wollen. Ich nehme wahrscheinlich das hier, weil das tiefer liegt und schon ziemlich groß ist. Das heißt, das wäre dann wirklich das Wasserreservoir, das wir auch benutzen als Wasserreservoir. Wahrscheinlich werde ich versuchen, auch das Wasser, das hier und hier ist, dorthin zu bringen. Und da werden wir uns halt einfach die Physik von Oxygen Not Included vornehmen. Wasser fällt halt einfach der Gravitation entsprechend nach unten. Das heißt, wenn wir einfach einen Tunnel von da nach da graben, dann fließt das Wasser da ab. Das werden wir gleich sehen. Ist ziemlich cool. Ist auch kein mega komplexes Projekt, das können wir mal eben schnell machen. Was ich mal kurz mache, ist die Stockwerke durchplanen. Ups, das wollte ich nicht. Falsche Taste. C ist Cancel. Deswegen wollte ich, denke ich, das machen, aber ich habe es verkackt. Genau, das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel hier jetzt einen Gang graben, der dann hier von unten dieses Reservoir ansticht, dann müsste das Wasser eigentlich hier größtenteils ablaufen. Es wird ein bisschen was stehen bleiben am Boden, aber das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm, das können wir dann aufwischen. Wasserpfützen kann man, also kleine Wasserpfützen kann man immer aufwischen. Alles kein Problem. Und dann werden wir hier noch durchziehen. Ich weiß, ich plane jetzt ziemlich viel schon im Voraus. Wird eine Weile dauern, das alles zu graben und zu bauen, aber dann habe ich schon, weiß ich schon mal, wo ich hin will. Dann machen wir noch so eine Pitcher Pump. Das ist halt einfach eine Pumpe. Ne? Damit ziehen wir Wasser aus dem darunter, können wir halt Wasser ziehen aus einem darunterliegenden Vorkommen. Alles, was halt in Reichweite dieses Strohhalms ist, kann man mit der Pitcher Pump dann halt rausziehen. Und das wird dann automatisch in Flaschen abgepackt. Weil die Frage bei meinem Vater tatsächlich aufkam, nämlich das Spiel gezeigt habe, Flaschen muss man nicht selber bauen. Die Flaschen sind im Prinzip magisch einfach da. Passt schon. Macht das Spiel auch ein bisschen spielbarer. Damit haben wir dann auch schon mal eine relativ gute Wasserversorgung, denke ich. Eine Wasserentsorgung haben wir noch nicht. Aber darum kümmere ich mich später. Punkt. Ah, Tee. Genau für Tee. Leider gibt es den noch nicht im Spiel. Gibt es bestimmt aber über eine Mod. Bräuchten wir zum Beispiel Wasser. Auch vor allen Dingen am Anfang für Forschung und für für Nahrung. Für Forschung tatsächlich auch, ja, was vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftiger ist, aber für fortgeschrittene Forschung braucht man tatsächlich ziemlich viel Wasser. Sehr, sehr viel. Genau, die Duplicants rennen jetzt hier ein bisschen durch die Gegend und machen einerseits die Aufträge, aber andererseits zum Beispiel hier, Frankie hat sich jetzt einen Haufen Erde geschnappt, was man auch sehen kann. Da ist die Erde. Man kann es aber auch nochmal. Ah ja, Carried Items, 200 Kilogramm Erde. Bei 22,5 Grad Celsius, jedes Objekt, alles, was ihr hier seht, was wir abgebaut haben, das hat alles Temperatur. Und die Temperatur wechselt sich auch, die verändert sich. Je nachdem, wie halt die Umgebungstemperatur ist, wird halt Wärmeenergie übertragen oder aufgenommen. Ziemlich physikalisch korrekt und was manchmal tatsächlich problematisch sein kann. Und die Erde packt er jetzt halt in das Outhouse und dann ist das Klo einsatzbereit. Dann kann man da reinmachen. Yay! Das Klo kann jetzt 15 Mal benutzt werden. Stinky musste jetzt tatsächlich Luft holen, weil hier unten in dem Loch ist halt haufenweise CO2, weil es CO2 nach unten fällt. Dementsprechend musste er nach oben klettern, um mal Sauerstoff einzuatmen. Das sind diese vielen kleinen Details, die ich an Oxygen Not Included wirklich cool finde. Dass das einfach alles so dynamisch funktioniert ist. Die Duplikants sind nicht unsagbar dumm. Sie sind manchmal ein bisschen dämlich, aber sie sind nicht komplett behämmert. Sagen wir mal so. Sie sind erstaunlich clever in manchen Situationen. Manchmal sind sie wirklich dumm. Aber nur manchmal. Und meistens geht es schon schief. Und meistens kann man sie doch retten. Meistens werde ich sie auch retten, weil sie liegen mir irgendwie am Herzen. Sie sind schon irgendwie putzig. Wir graben jetzt auch hier mal. Weil dann können wir dieses Stockwerk halt für andere Dinge nutzen. Zum Beispiel für Forschung. Aber auch zum Beispiel für Nahrungsmittelproduktion und solche Sachen. Ich glaube, Nahrungsmittelproduktion wäre erstmal wichtig. Genau, Food. Wir können jetzt einen Microbe-Mascher schon mal planen. Das ist im Prinzip so ein. Das ist eine Nahrungsmittelpresse im Prinzip. Produces low quality food using common ingredients. Wir können da zum Beispiel aus den Früchten des Mealwood. Ihr werdet sehr bald sehen, was die Früchte des Mealwoods sind. Können wir im Prinzip so ein Lice Loaf produzieren. Das ist einfach so ein
zusammengeklumpter Haufen Mehlwood. Das ist nicht so lecker. Aber das wird unsere erste richtige, konsistente Nahrungsquelle sein. Deswegen ist es recht wichtig, dass wir so ein Ding bauen. Zumal, wie Kochen in Oxygen Not Included funktioniert, ist im Prinzip, alle Feldfrüchte haben erstmal eine Menge an Kilokalorien, die sie direkt liefern können, wenn man es so isst. Die meisten zumindest, ein, zwei nicht. Und wenn man Dinge kocht, dann fügt man im Prinzip Kilokalorien hinzu. Und weil ein Duplikant halt konstant viele Kilokalorien verbraucht, sind halt Nahrungsmittel mit sehr hoher Kaloriendichte sehr, sehr vorteilhaft, weil das bedeutet, dass der Duplikant weniger oder weniger oft essen muss. Ne? Er schaufelt sich halt mit 5000 Kilokalorien zu, dann hält er, kann er 10 Tage durchhalten. Oder er isst pro Mahlzeit halt nur, keine Ahnung, 500 Kilokalorien, dann muss er jeden Tag was essen. Ich glaube auch, die Kilokalorienanzahl steigt und sinkt. Nee, tut sie nicht. Eine 1000 Kilokalorien, nicht 500. Ah, schon wieder ein Fehler. Aber ihr seht schon, wirklich energiedichte Nahrungsmittel zu produzieren, hat direkt einen Effekt. Die Frage ist halt nur, ist es auch wirtschaftlich? Weil besonders Wasserwirtschaft ist halt wirklich wichtig am Anfang. Wir haben ja auch eine Mugshroot ausgegraben. An manchen Stellen in der Erde sind hier so schon so Risse drin. Das bedeutet, dass da irgendwas vergraben ist. Und das können wir halt einfach ausgraben und dann kriegen wir irgendwas random ausgegraben. Häufig halt Mugroots, die einfach nur in der Erde vergraben sind. Manchmal aber auch andere Dinge. Die ich jetzt noch nicht spoiler. Ah, also wir sind noch nicht aufgedeckt haben. Aber Mugroots am Anfang zu finden ist schon mal ganz cool. Weil es erstmal Nahrungsmittel sind. Das Problem ist nur, Nahrungsmittel verderben auch. Mugroots interessanterweise anscheinend nicht. Aber zum Beispiel Mealwood verdirbt, wenn man es nicht kühlt. Wir werden später einen Kühlschrank erforschen können und bauen können. Und das wird ein sehr, sehr glücklicher Tag, weil das dann der Tag ist, an dem wir keine Nahrungsmittel mehr verderben lassen. Aber das ist noch eine Weile hin. Kühlschränke sind tatsächlich nicht trivial. Vor allen Dingen, weil sie relativ viel Strom konstant verbrauchen. Und Strom, ihr habt schon gesehen vielleicht, der Microbe-Mascher hatte, als ich ihn gebaut habe, so ein Stecker oder Steckdosensymbol. Das heißt, er braucht Strom, um zu funktionieren. Und das heißt, wir müssen bald anfangen, Strom zu erzeugen. Und zwar auf eine sehr interessante Art und Weise. Aber für Strom brauchen wir erstmal hoffenweise Metall. Wir haben aktuell noch nicht viele Metallquellen. Wir können im Prinzip nur Kupfer verwenden. Also bauen wir erstmal ein bisschen Kupfer ab. Ich versuche jetzt mal nur das Kupfer abzubauen, auf dem keine Pflanzen wachsen, die wir noch brauchen. Diese Bluffbriars sind keine Feldfrüchte. Das sind einfach nur hübsche Pflänzchen. Das heißt, und sie werden auch nicht schlecht, wenn ich sie ausgrabe. Dann kriege ich nämlich einen Samen zurück. Das heißt, ich grab sie mit aus. Aber zum Beispiel die Mealwoods würde ich gerne stehen lassen. Hier können wir auch noch abgraben. Da können wir auch noch wegkramen. Die Duplikants können übrigens auch springen. Also wenn hier zum Beispiel ein Loch von der Breite 1 ist, dann springen Duplikants einfach rüber. Kein Problem. Super, super easy. Das meine ich zum Beispiel mit, die Duplikants sind nicht grenzenlos dumm. Sie bewegen sich tatsächlich einigermaßen clever. So. Nee, dann, hier kommt schon die Musik ins Spiel. Muss ich mal ein bisschen nachdenken. Wenn ich das hier weggrabe, dann fällt der Sand hier nach unten und dann ist hier ein Loch drin und dann würde das ganze Wasser in unsere Basis fließen. Und wer Dwarf Fortress gespielt hat, weiß, dass das keine gute Sache ist. Hier ganz, hier nicht ganz so schlimm, aber ähnlich. Insoweit bauen wir das nur so ab. Hoffentlich geht das. Machen wir es doch so, bauen wir auch die Kohle ab. Kohle brauchen wir noch nicht. Ihr könnt euch schon denken, was man mit Kohle am Ende macht. Man verbrennt sie und dann kann man damit also Energie machen. Ist jetzt keine große Überraschung, denke ich. Und hier ist auch noch ein bisschen Kupfer. Hier ist noch jede Menge Kupfer, meine Güte. Und noch mehr Kohle. Wir haben relativ viel Kohle am Anfang. Das ist ganz gut. Ihr werdet jetzt auch hier sehen, auf der rechten Seite werden sich unsere Vorräte schön stark erhöhen. Wir haben zum Beispiel jetzt schon 6,5 Tonnen Dreck. Davon werden wir tatsächlich eine ganze Menge brauchen. Wir haben auch 24 Tonnen Sandstein. Aber Sandstein ist zum Beispiel so ein Ding, von dem braucht man nicht viel. Zum Beispiel werden wir jetzt hier anfangen, Bombs im Boden zu bauen, weil ich nicht bedacht habe, dass der Sand hier nach unten fällt. Das heißt, ich werde hier einen Boden einziehen, damit man weiterhin dahin laufen kann. Und ich werde auch sagen, dass sie diesen Sand hier abbauen sollen.
Ah, guck mal, hier wird jetzt das Mealwood abgebaut. Plupp, jetzt haben wir ein bisschen Mealwood. 600 Kilokalorien, nicht sehr viel. Deswegen wollen wir es ja in den Microbe-Mascher packen, damit es ein bisschen mehr wird. Ich weiß gar nicht, wie viel, aber das werden wir dann gleich sehen. Ich glaube, man packt nochmal 600 Kilokalorien drauf, also verdoppelt man das. Das ist ganz gut. Ah, na, wir haben was Neues ausgegraben. Wir haben ein Hatch, ein Hatch, ich weiß gar nicht, ausgegraben. Hatches sind nachtaktive Wesen, die halt in der Nacht rauskommen und Zeug fressen. Und zwar diese Dinge hier, alle möglichen, alle diese Dinge, die dastehen, also ein Haufen Zeug. Und wenn sie sowas fressen, dann scheiden sie dafür Kohle aus. Das heißt, das ist tatsächlich auch schon gleich eine erste Überlegung, wie man in Oxygen Not Included Sachen auf längere Zeit produziert. Weil unser Kohlevorrat ist beschränkt. Kohle ist halt ein fossiler Brennstoff, der nicht direkt nachwachsend ist. Mit Hatches wird Kohle nachwachsend. Indirekt. Man muss sie halt nur füttern. Und schon kriegt man Kohle. Und wenn man tatsächlich, keine Ahnung, so 4, 5 Hatches hat, dann kann man, glaube ich, sogar fast einen Kohlegenerator komplett die ganze Zeit mit Kohle versorgen. Man muss sie halt nur füttern. Und da sie zum Beispiel Dreck und Sand fressen, von dem man ziemlich viel hat, kann man echt viel Kohle mit Hatches machen. Also nicht im Sinne von Geld, sondern im Sinne von wirklich Kohlenstoff. Insoweit sind sie ziemlich nützliche Nutztiere, so gesehen. Und jetzt mit dem neuen Patch können wir sie auch züchten, gezielt. Da bin ich schon sehr gespannt, wie weit werden wir wahrscheinlich machen. Wir werden sehr wahrscheinlich Hatches züchten. Ich weiß nur noch nicht wann. Ah ja, und jetzt hier die Duplikants können wir schon sehen. Ich muss ganz dringend aufs Klo. Jetzt rennen sie ganz, ganz schnell aufs Klo. Plupp. Ich glaube, mit diesen schönen Bildern machen wir dann auch den ersten Cut hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet nächste Folge wieder ein bei Oxygen Not Included. Einen schönen Tag noch. Hey, Food Poisoning.